Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Wo sind die Spekulatius-Freunde da draußen, die sagen, Spekulatius geht immer. Gerade ist Weihnachten vorbei, okay, schon ein paar Wochen her. Aber gerade ist so diese Spekulatius-Saison gefühlt vorbei. Und schon gibt es was Neues im Regal. Biskuit Speculus mit Zimtgeschmack. Wie geil ist das denn? Beziehungsweise knuspriger Zimtgeschmack. Keks. Ich bin gespannt, ob der nur nach Zimt schmeckt, nach Spekulatius schmeckt oder wie ein Spekulatius-Keks mit Zimtgeschmack. Wobei in jedem Spekulatius sicherlich auch ein bisschen Zimt steckt. Cool finde ich einfach den Zeitpunkt jetzt gerade von Lou. Die haben ja im letzten Jahr so, glaube ich, 6 verschiedene Produkte rausgeballert. Ich fand die nicht alle so spannend. Teilweise so kleine Küchlein gab es in so süße Bärchenform. Und ja. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt was davon vorgestellt im letzten Jahr? Es gab so viel zu essen. Es könnte sein, dass die hinten rübergefallen sind. Aber jetzt hat mich der Hersteller erwischt mit Zimt und diesem Spekulatius-Versprechen hier. Wie gesagt, muss ich probieren. Knuspriger Zimtkeks, klingt geil, ist neu, gibt's tatsächlich jetzt, ist kein Überbleibsel vom Weihnachten oder so. Und ich find's cool. Das muss getestet werden, habe ich mir gedacht. Und aha, silberne Verpackung. Da denke ich immer so an Bundeswehrkekse. Kennt ihr die auch noch? Diese harten oder Panzerkekse, die waren so hart. Ich durfte die mal als Kind probieren. Ich dachte so, oh, wie toll, Butterkekse. Und dann waren die so steinhart. Ich dachte mir so, was ein Scheiß. So, deswegen bin ich damals nicht zur Bundeswehr gegangen, sondern habe Zivildienst gemacht. Ja, es lag an den Keks, nur damit der Bescheid ist. So, ja. Wow. Einmal die Nase reingesteckt hier. Aber immerhin kein weiteres Plastik. Das finde ich auch ganz cool. Und, wow, schaut euch diesen Keks an. Der sieht ja genauso aus wie das berühmte Pendant von Lotus. Er hat so eine richtig schöne Idee, so eine goldene Farbe. Und, oh. Was für ein toller Keks. Mega crunchy. Krass. Das ist ein Frontalangriff auf Lotus Biscoff. Wie man die ausspricht. Die schmecken tatsächlich. Wie eine XXL-Variante von dem Lotus Biscoff-Keks. Speculus. Oh yes. Zimt. Da hätte ich jetzt was anderes erwartet. Ich hätte erwartet, dass der... Da steht ja knuspriger Zimtkeks, ja. Aber es schmeckt nicht wie ein knuspriger Zimtkeks. Der schmeckt eher wie Lotus Biscoff. Also finde ich. Also eher zuckrig. Vielleicht mit einer ganz leichten Zimtnote mehr, aber echt nicht so intensiv. Aber ich finde den sau lecker. Das Zimtversprechen ist aber nicht eingelöst hier. Das definitiv nicht. Aber geschmacklich ist das geil. Und so geil knusprig und so massiv. Wie XXL Lotus Biscoff. Wobei der Lotus noch einen Tacken süßer schmeckt. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, auch wenn der Zimtgeschmack hier strange, nicht kaum vorhanden ist, würde ich den aber stolze 8 Punkte geben, weil es geil schmeckt. Ich bin gar nicht enttäuscht. Ich vermisse das Zimt auch gar nicht. Ich bin positiv überrascht. Nur Zimt wäre vielleicht auch ein bisschen boring gewesen, aber so als Lotus Biscoff-Klon kann das Ding sich behaupten, finde ich. Habt ihr die auch schon probiert? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.